Guten Abend. Ich denke in der Tat, dass die gegenwärtige Entwicklung hinter den langfristigen Tendenzen eigentlich nur eine Momentaufnahme ist und weniger prägend ist. Ich gehe davon aus, auch aufgrund der Entwicklungen während des Wahlkampfs, dass im Hinblick auf die Präsidentschaft, ob Biden oder Trump, keine großen Unterschiede zwischen den beiden Parteien bzw. Präsidenten zu erwarten sind. Denn neben innenpolitischen Themen wie Fragen der Wirtschaft, Fragen der ethnischen Beziehungen oder der Rassenbeziehungen spielte allein das Thema China im Hinblick auf Außenpolitik eine Rolle. Und hier waren sich alle Parteien, beide Parteien einig, dass China die große Frage für die USA in absehbarer Zeit sind, und zwar nicht im Hinblick auf eine Kooperation, sondern eher als, wie es heißt, revisionistische Macht, die die Hegemonie der USA in Frage stellt und womöglich einen Systemwechsel beinhaltet. Die Frage war eher, who lost China? Dies war die Frage 1949 bereits. Wer hatte die Verantwortung dafür, dass die Kommunisten die Macht übernahmen und nicht die Nationalisten von der Kuomintang? Und genauso wird heute die Frage gestellt, was ist falsch gelaufen? Der zweite Punkt, den ich in der Vorbemerkung machen möchte, ist, für die USA gibt es nur ein einziges Ziel, nämlich die Verhinderung des Aufstiegs Chinas mit allen Mitteln. Für die USA gibt es nur ein Nullsummenspiel, das heißt, sie selbst wollen an der Macht bleiben. Der Aufstieg einer alternativen Macht ist für sie undenkbar. Und wie Kissinger in seinem sehr wichtigen Buch von 2011 schreibt, letztlich zählen für die USA nur die militärische Stärke. Und aus seiner Perspektive ist ein möglicher militärischer Konflikt nicht auszuschließen, um nicht zu sagen unausweichlich. Drittens, eine mögliche Vorherrschaft Chinas, ich vermeide bewusst den Ausdruck Hegemonie, könnte potenziell einen Paradigmenwechsel beinhalten, nicht nur im Hinblick auf das Ende der 500-jährigen westlichen, ich darf ergänzen, weißen Vorherrschaft im Hinblick auf einen Wandel hin vom Atlantik zum Pazifik, vom Norden nach Asien beziehungsweise in den globalen Süden. Es würde möglicherweise auch, und die bisherigen Ergebnisse laufen darauf hinaus, eine Veränderung zugunsten der Dominanz des Völkerrechts und der internationalen Beziehungen im Hinblick auf eine Win-Win-Situation beinhalten. Viertens, es handelt sich bei den USA und China in dieser Spannung um einen globalen Konflikt. Wie Sie selbst schreiben, Sie repräsentieren ein Viertel der Menschheit zusammen und ein Drittel des weltweiten Bruttosozialprodukts. Dieser Konflikt wird auf Jahrzehnte die internationale Politik bestimmen und jedes Land wird versuchen müssen, eine Position in diesem Konflikt einzunehmen. Nicht nur versuchen, sondern gezwungen werden, in diesem Konflikt Partei zu ergreifen. Dabei sollte im Hinblick auf die eigene Positionierung aus meiner Sicht neben der machtpolitischen Frage vor allen Dingen auch die großen Zukunftsfragen, nämlich Frieden, Umwelt und der Entwicklung, in diesem Kontext und auf diesem Hintergrund immer im Bewusstsein bleiben und eigentlich die zentrale Referenz für unsere Bewertung und Stellungnahme, Parteinahme beinhalten. Ich darf mal um die erste Folie bitten, die eine Gliederung zeigt im Hinblick auf das, was ich Ihnen vortragen möchte. Und zwar, Sie können das selber lesen, das ist ja nicht so, oder? Und bitte anschließend dann auch die zweite Folie.
Gegebenenfalls kann man ja noch mal zurückblenden oder lesen Sie in Ruhe. Ich habe Ihnen hier als erste Folie die pazifischen Mächte China und die USA vorgestellt. Halten wir vielleicht kurz fest im Hinblick auf die Bevölkerung. Die USA sind die, wenn ich mich recht erinnere, drittgrößte Gesellschaft mit 330 Millionen Einwohnern gegenüber China mit 1,4 Milliarden, also das Vierfache. Im Hinblick auf die geografische Ausdehnung sind beide Staaten ungefähr gleich, mit nämlich 9,5 bzw. 9,8 Millionen Quadratkilometern. Wenn Sie das im Hinblick auf die Bundesrepublik sehen, also über das 30-fache. Und schließlich wird vielleicht zu bedenken sein, dass die beiden Staaten durch den Pazifik getrennt sind, nämlich um rund 12.000 Kilometer. Sie haben natürlich auch eine völlig unterschiedliche Geschichte. Man könnte sich fragen, warum Staaten, die so unterschiedlich sind, China mit einer mehr als 2000-jährigen Staatlichkeit, der älteste existierende Staat, 221 vor Christus gegründet, bis heute, während die USA und mit einer hohen Kultur, während die USA, wie Sie wissen, 1776 offiziell ihre Unabhängigkeit erklärte und ohne es vertiefen zu wollen, ihre Staatlichkeit durch, denke man an die Indianer, an die Sklaverei, an die Besetzung und Eroberung der ehemals mexikanischen Länder von Kalifornien bis New Mexico. Sie haben eine andere Geschichte, um es ganz neutral auszudrücken, als China. Der erste Punkt, bitte Folie 3. Ich will nur kurz das im Hinblick auf China kurz erläutern, weil dies einen zentralen Punkt im Hinblick auf das Selbstverständnis und auch die langfristige Politik, Strategie des Landes ausmacht. Denn wenn auch, oder wir sehen hier, um es kurz an dieser Karte als erstes zu erläutern, China war von Anfang der Zeitrechnung bis 1820 machte es zwischen einem Viertel und einem Drittel des Weltsozialprodukts aus. Es war neben Indien, wie Sie sehen können, die führende Weltmacht in jeder Hinsicht, kulturell, ökonomisch und auch demografisch. Auf diesem Hintergrund ist der Kolonialismus, Sie sehen, bei Indien setzt das bereits 1700 ein, aber dann China erst nach 1820 hat der Kolonialismus eine entscheidende Zäsur beinhaltet, die von Unterentwicklung und Völkermord begleitet gewesen ist, und zwar in der Periode 1840 bis 1949, die in China als Zeit der Erniedrigung empfunden worden ist. Zu erinnern sei daran, dass 1840, weil England den Tee aus Indien haben wollte, aber keine Güter anbieten konnte, die für die Chinesen interessant waren, hat man sie dazu gezwungen, Opium einzuführen. In dem Zusammenhang gab es drei Opiumkriege. Es ist auch im Kontext daran zu erinnern, dass Japan 1937 die Mandschurei besetzte, und hier wird im chinesischen Bewusstsein das Massaker von Nanking, in dem, wie es heißt, nach einigen Quellen Millionen Tote zu beklagen waren, zu verzeichnen. Und schließlich der Bürgerkrieg, in dem bis 1949, der viele Tote gekostet hat, und mit der Gründung der Volksrepublik auf der Landmasse endete, während gleichzeitig die Kuomintang sich auf Taiwan zurückzog. Also zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit, also 1949, machte China nur noch 4,5% des Weltsozialprodukts aus.
Das ist vielleicht im Kopf zu behalten, um die nachfolgende Phase besser verstehen zu können. Es sollte auch auf die innenpolitische Seite Bezug genommen werden, nämlich dass wir es mit einer Vorstellung und einer Vision einer sozialistischen Gesellschaft zu tun haben und dass hier von 1949 bis 1976 Mao versuchte, eine sozialistische Gesellschaft der Dritten Welt zu errichten. Ich will nur die Stichworte nennen, ohne sie zu kommentieren, mit Kollektivierung, großer Sprung nach vorn und Kulturrevolution, die sicher viele Opfer gefordert hat. Für die weitere Diskussion auf der geopolitischen Ebene ist es wichtig, auch daran zu erinnern, dass China 1945 mit zu den Gründungsmitgliedern der UNO zählte, dass aber dieser Sitz bis 1971 von Taiwan besetzt wurde und erst 1971, nämlich im Zusammenhang mit der Aufnahme von Gesprächen durch die damalige US-Regierung Nixon mit dem Außenminister Kissinger, dass erst zu dem Zeitpunkt die Volksrepublik Taiwan als Repräsentant der Chinas in der UNO ersetzte. Wir werden noch im anderen Kontext darauf zurückkommen, aber vielleicht die nächste Folie bitte. Hier sehen wir, dass nach Maos Tod und mit der Durchsetzung von Deng im Hinblick auf die sogenannte Viererbande, dass hier eine Öffnungspolitik gefahren wurde, die auf dem Hintergrund oder ja auf dem geoökonomischen Hintergrund der Liberalisierungspolitik von Reagan-Thatcher gerade in einem Augenblick eintraf, wo eine Integration, Öffnung zum Weltmarkt und teilweise Integration zu gewaltigen ökonomischen Wachstumsraten geführt haben. Dies bezieht sich insbesondere auf das Verhältnis zwischen den USA und China. Sehen Sie sich aber vielleicht zunächst einmal diese Folie an. Sie sehen, dass sie gerade nach 1990, also mit dem Zusammenbruch des realen Sozialismus, mit der Globalisierung der neoliberalen Politik, Wirtschaftspolitik, dass auch China hier einen dramatischen Entwicklungspfad genommen hat. Sie müssten hier unterscheiden zwischen dem nominalen und dem realen Wachstum bzw. Bruttosozialprodukt. Das Rote gibt Ihnen das Nominale, das heißt die einfache Übersetzung des Renminbi in US-Dollar oder des Yuan in Dollar, also auf der internationalen Wechselkursebene, während die grüne Linie, die Vergleiche auf der Ebene der Kaufkraft bestimmen. In anderen Worten, die interne Kaufkraft ist sehr viel höher als das nominale Bruttosozialprodukt. Und gleichzeitig sehen Sie, ich darf darum bitten, die nächste Folie bitte, dass 2014 auf der Ebene der Kaufkraft China die USA überholt hat als größte Volkswirtschaft. Und als dritte, auch das nicht zu vergessen, in Indien, auch hier spielt der demografische Faktor natürlich eine zentrale Rolle. Im Hinblick auf den Zusammenhang zwischen den USA und China im Hinblick auf ihre ökonomischen Beziehungen ist vielleicht daran zu erinnern, dass die USA, die großen transnationalen Konzerne, dass sie hier große Verlagerungen der Industrie, insbesondere im unteren Bereich der Wertschöpfung nach China, in die Provinzen am chinesischen Meer verlagert haben. Und dies bedeutete auf der Fall riesige Profite für sie bei gleichzeitiger Reduzierung der Preise für die US-Konsumenten. Und
Mit anderen Worten, China basierte seinen Aufschwung vor allen Dingen auf dem Export und wurde, wie es seinerzeit hieß, die Werkstatt oder zur Werkstatt der Welt. Nicht vergessen werden sollte im Hinblick auf die langfristige, auch gesellschaftliche Entwicklung, dass dies durch die Wanderarbeiter, die zum größten Teil auch vom Land kamen und in der Stadt selber kein Siedlungsrecht hatten, erarbeitet wurde und zugleich, dass mit diesem allgemeinen Aufschwung auch eine große Mittelschicht und immer größere Mittelschicht entstanden ist, die wiederum für das metropolitane Kapital einen riesigen Markt darstellte. Wenn wir für die nächste Folie bitte, wenn wir uns die nächste ansehen, dann wird hier auf der Ebene des Bruttosozialprodukts pro Kopf agiert. Und hier sehen wir, wegen der viermal größeren Bevölkerung ist dann, oder die hinter dem Vergleich des Bruttosozialprodukts verbirgt sich wegen der demografischen Unterschiede doch ein erheblicher Unterschied im Hinblick auf das Pro-Kopf-Einkommen. Auf der Ebene der reinen Wechselkurse ist nach wie vor China oder die USA, der US-Durchschnitt, das US-Durchschnittseinkommen sechsmal höher als das eines Chinesen. Auf der Ebene der Kaufkraft etwa das 3,3-fache, sodass aktuell die chinesische Führung von einer Gesellschaft bescheidenen Wohlstands sprechen kann. Die Entwicklung, bitte die nächste Folie, zeigt uns, wie die weitere Entwicklung gedacht ist. Die beiliegende Folie zeigt Ihnen, dass anders als seinerzeit die Sowjetunion, die nie während des Kalten Krieges mehr als maximal 40% des Bruttosozialprodukts der USA erreichte, die langfristigen Perspektiven nach 2014 dem Gleichstand weiter zugunsten von China spricht. Wie Sie sehen, um die Hälfte höher wird das von PricewaterhouseCoopers, einer amerikanischen Wirtschaftsgesellschaft, die langfristige Entwicklung Chinas auch als viel dynamischer eingeschätzt. Und Sie sehen wiederum auf der Ebene bezogen auf Indien auch in diesem Kontext der Demografie und Entwicklung, dass sie 2050 einen Gleichstand mit den USA erreichen sollen. Diese Entwicklung, und halten wir fest, dass es nicht nur eine zufällige Prognose ist, die von einem einzelnen Institut, US-Institut, abgegeben worden ist, sondern alle großen Wirtschaftsinstitute, Thinktanks sind sich darin einig, dass die USA langfristig von China überholt werden wird. Vielleicht nehmen wir die nächste noch dazu. Hier sehen Sie auf der Basis von IWF-Daten, dass langfristig die USA und die EU nur noch eine wichtige, aber ökonomisch gesehen eine weniger wichtige Rolle spielen im Vergleich zu anderen Ländern. Ich könnte das erweitern, die Daten sind eindeutig, dass die EU der 27 nur noch 9%, 10% des Weltsozialprodukts ausmachen werden, die USA 12, während China und Indien ihren Anteil dramatisch erhöhen werden. Das sollte man aus meiner Sicht immer langfristig im Kopf behalten, denn es geht ja um langfristige Entwicklungen und eine langfristige Strategie, die nämlich auf der Basis der längerfristigen demografischen wie ökonomischen Beziehungen aufbaut. Halten wir fest, dass diese Entwicklung aus der chinesischen Sicht zunächst einmal durch ökonomisches Wachstum und im Kontext der gegenwärtigen Entwicklung durch technologische Führerschaft nur erreicht und aufrechterhalten werden kann. Das bedeutete bisher, dass man zunehmend von der Verarbeitung von Rohstoffen im Hinblick auf
wie ich es schon bereits genannt habe, China als Werkstatt der Welt zunehmend zu höherem Value-Added-Produkten übergegangen ist. Und wie wir sehen, im Hinblick auf Patente werden heute die meisten von der Volksrepublik China ja bei den internationalen Anerkennungsbehörden eingereicht. Und wie ich werde darauf kurz noch eingehen, am Beispiel Huawei oder TikTok wird deutlich, dass im Rahmen der Informations- und Kommunikationstechnologien China in einigen Teilen eine absolute Führerschaft auch gegenüber westlichen, vor allen Dingen amerikanischen Technologiekonzernen der GAFAM übernommen hat. Es ist nicht zu vergessen, dass diese nach wie vor den bedeutenden Anteil an den Welt, in diesen Bereichen ausfüllen. Aber man sollte die langfristige Entwicklung sehen und zugleich die Reaktionen der US-Eliten auf diese prognostizierte Entwicklung, egal ob sie später sich realisieren wird oder nicht, sie bestimmt die gegenwärtige Politik. Bitte die nächste. Ich beziehe mich hier auf das langfristige Projekt, das wirklich einen weltumspannenden Maßstab hat. Die sogenannte BRI, also die Belt and Road Initiative, wie früher sagte man, die Seidenstraße, die neue Seidenstraße. Sie sehen, das ist ein 4-Billionen-Projekt, das vor allen Dingen auf der Infrastrukturebene angesiedelt ist. Das vorläufige Ziel ist, wie die alte Seidenstraße, Europa. Und sie hat neben der klassischen territorialen Verbindung über Dushanbe, Moskau, Rotterdam, Venedig und Duisburg nicht zu vergessen, auch eine maritime Komponente, die dann als maritime Seiten, als maritime, also Belt and Road, in diesen beiden Begriffen wird das aufgenommen, darstellt. Ich möchte bereits an diesem Punkt erwähnen, dass diese zwei Dimensionen inzwischen erweitert worden sind, nämlich um eine polare Seidenstraße, die das gegenwärtige Abschmelzen der Arktis und damit die Eröffnung der seit Jahrhunderten gesuchten Nordwestpassage um Russland herum, dass die eine zusätzliche Verkürzung der Handels- und Transportwege von China nach Europa beinhaltet und in der Tat von China und Russland gegenwärtig ausgebaut wird. Hinzu kommt eine weitere, nämlich die Cyberdimension. Ich werde da später noch mal kurz darauf eingehen. China bemüht sich, und Sie haben von Alibaba gehört und anderen digitalen Konzernen, die ihrerseits eine eigene Technologiekonzerne in Konkurrenz beziehungsweise in Distanzierung zu den bereits genannten GAFAM darstellen und schließlich eine in den Weltraum bezogene Seidenstraße, die ihr eigene Satelliten, ihr eigenes GPS-System beinhaltet. Schließlich ist für die gegenwärtige Entwicklung daran zu erinnern, dass diese BRI, es gibt viele Argumente, viele Versuche der Erklärung, aber neben der Frage der Überkapazitäten, meiner Ansicht nach vor allen Dingen auch die langfristige Entwicklung und Abhängigkeit vom Export durch eine stärkere Binnenorientierung ergänzen und möglicherweise auch
ablösen will. Mit anderen Worten, China sucht ganz bewusst aus ökonomischen, wie auch, ich komme später noch einmal darauf zurück, wie auch geostrategischen, geopolitischen Gründen, die Landverbindung nach Europa hin auszubauen. Die nächsten sollen nur ergänzend wirken, nämlich dass alternative Institutionen von der chinesischen Seite gegründet worden sind, komplementär oder als finanzielle Basis für die Seidenstraße wurde die Asian Infrastructure Investment Bank gegründet, die anders, und zwar in Konkurrenz, wenn man so will, zu IWF und Weltbank unter anderen Bedingungen Kredite vergibt. Ich werde auch dafür gleich kurz noch mal darauf eingehen. Auf jeden Fall, die USA waren total gegen einen Beitritt anderer Länder, vor allem ihrer Alliierten, zu dieser asiatischen, ich nenne sie einfach Entwicklungsbank. Aber wie Sie sehen, ist der Einfluss Chinas bereits so groß oder war seinerzeit schon so groß, dass die Alliierten sich nicht darum gekümmert haben, sondern ihre langfristigen ökonomischen Interessen, Sie sehen Lateinamerika bis auch hin zu südostasiatischen Ländern, sie ihre langfristigen Interessen im Kontext dieser Entwicklungsbank gesehen haben. Und bitte die nächsten zwei. Hier nur ganz kurz angedeutet, als erstes scheint mir wichtig, Sie haben hier die BRICS. Sie erinnern sich, 2009 gegründet, zunächst einmal nur Brasilien, China, Indien und Russland als Forum für die Infragestellung oder sich insgesamt ein stärkeres Gewicht in den internationalen, vom Westen dominierten Institutionen zu verschaffen und als Ausdruck, dass es sich hier um eine Süd-Süd-Initiative handelt, ist auf Vorschlag Chinas Südafrika 2011 in dieses Forum des globalen Südens eingerückt. Und schließlich, wichtiger scheint mir die folgende Folie abgebildete Shanghai-Organisation für Zusammenarbeit. Sie sehen, auch hier ist Indien dabei, genauso wie Pakistan. Wir wissen alle, dass inzwischen in den letzten wenigen 3-4 Jahren diese Foren immer brüchiger geworden sind. Was mir aber wichtig erscheint in dem gegenwärtigen Zusammenhang, ist zum einen, dass China anders als der Westen mit zum Beispiel der NATO hier keine festen Bündnisse eingegangen ist, keine festen Allianzen, allenfalls mit Nordkorea, das hat historische Gründe, aber sonst sich grundsätzlich solchen festen, womöglich noch Verteidigungsbündnissen oder militärischen Bündnissen verweigert und gleichzeitig, dass die eine strategische Partnerschaft mit Russland, nicht zuletzt aufgrund der Politik des Westens im ökonomischen wie im militärischen Bereich, doch immer fester auf die internationale Tagesordnung gehoben wird. Soweit dieser Teil. Bitte im Augenblick mal keine weitere. Gut, die noch? Nein, die ist gut. Die gerade, bitte nochmal. Ich habe es genannt, Chinas Aufstieg als Bedrohung des, weiter runter bitte. Das ist die da Nummer 15. Das US-Narrativ, warum wird es als der Aufstieg Chinas als Bedrohung angesehen? Ich habe ganz bewusst ich spreche ganz bewusst mit einem Autor vom amerikanischen Imperium, das hier als Bedrohung angesehen wird.
Oben hatte ich bereits im Einzelnen detailliert, warum zumindest die ökonomische Basis der USA, die 1945 noch 50% des Weltsozialprodukts ausmachten und heute, wie wir gesehen haben, bei 18% gelandet sind, dass sie darüber hinaus eine grundlegende Infragestellung der von ihnen etablierten, in ihrem Sinne fungierenden Weltordnung befürchten. Ich nenne diese vom Westen, von den USA dominierte Weltordnung, das Imperium Americanum und möchte nur auf folgende kurze Aspekte verweisen. Das erste ist, dass in der UNO wir auf der einen Seite oder fest verankert mit den fünf Vetomächten, darunter die USA, dass hier zwar auf Betreiben der USA eine internationale Institution gegründet worden ist, die als zentrales Moment in jedem Fall auf den Gewaltverzicht mit Ausnahme in Notsituationen bestanden hat und dem Völkerrecht eigentlich in den internationalen Beziehungen zum Durchbruch verhelfen wollte, dass dies von den USA in den meisten Fällen überhaupt nicht wahrgenommen wird oder akzeptiert wird. Man behält sich das Recht vor, oder um einfach zwei Beispiele zu nennen, Sie haben gesehen bei den Klimaverhandlungen, also Paris 21, dass hier gesagt wurde oder dass Herr Trump ausgestiegen ist, dass auch, wir werden sicher später noch darauf zurückkommen, dass im Hinblick auf den International Criminal Code, der in Rom etabliert wurde, dass die USA sich ganz bewusst dagegen gewandt haben, dass sie auch diejenigen, kürzliche Entscheidung, die eine Auslieferung bzw. eine Vorgerichtstellung von amerikanischen Soldaten wegen Kriegsverbrechen anstreben, dass sie mit amerikanischen Sanktionen belegt werden, obwohl es sich um ein internationales, völkerrechtlich verbindliches Statut handelt. Ähnlich geht es um Menschenrechte. Sie werden zwar immer wieder angeführt, auch als Motiv für Interventionen, aber gleichzeitig haben die USA kaum welche unterschrieben. Viel wichtiger neben dieser international politischen Dimension möchte ich auf den IWF und die WTO verweisen. Sie wurden von den USA maßgeblich begründet und sollten den internationalen Freihandel im Kontext der neoliberalen Globalisierung als Washington Consensus bekannt, wollten sie die Privatisierung, Weltmarktintegration und Freihandel für alle dingfest machen. Das ist in ihrem Sinne als führende Weltmacht, als führende ökonomische Macht. Und schließlich, ich kann es ja nur andeuten, aber ich kann gerne später darauf eingehen, detaillierter, ist auf den Dollar zu verweisen, der als weltweite Leitwährung gilt und für die USA, wie einer ihrer früheren Finanzminister sagte, der Dollar ist unsere Währung und euer Problem. Wie Sie wissen, wird im Zusammenhang mit dem Iran wird die Tatsache, dass der US-Dollar als Transaktionsgeld gilt, das heißt, wenn ein Warenaustausch auf der internationalen Ebene stattfindet, geht dieses in 85% der Fälle über den Dollar, womit die USA eine Seigniorage, wie es heißt, also eine besondere Profite einstreichen können. Dasselbe gilt, wie Sie wissen, die US-Notenbank braucht nur Dollar zu drucken, das kostet sie das Papier, aber andere müssen dafür Geld und Arbeit hinterlegen. Die nächste Folie bitte, denn es ist auch auf dem militärischen Gebiet, machte die USA für sich als
atlantische und pazifische Macht und als Weltordnungsmacht, Weltpolizist geltend, dass sie die führende auch Militärmacht sind. Sie sehen es hier, es gibt über 800 Militärbasen weltweit. Gut, die Folie spricht für sich. Ich hatte bereits auf Militärbündnisse von der NATO bis zu bilateralen mit Japan oder Südkorea. Es gibt eine ganze Reihe andere verwiesen. Und auch im Hinblick auf die Exporte von Rüstungsgütern ist seit Jahrzehnten sind die USA die größte Macht. Und wie Sie wissen, mit aktuell 738 Milliarden Dollar im Haushalt stellen sie mehr als ein weltweiten Rüstungsausgaben. Mit anderen Worten, die ökonomische und auch die militärische Seite in den USA grundlegend als in ihrem Sinne abgedeckt. Und schließlich, um das zu erwähnen, neben dieser Macht- und imperialen Seite, hegemonialen Seite, ist auch nicht zu vergessen, dass die USA sich von der Vorsehung berufene Nation verstehen, God's own country, wie sie sich selbst nennen, oder auch the city on the hill als Vorbild für alle anderen. Ich glaube, wir brauchen im Augenblick keine Folie. Vielleicht kann man die ausmachen. Danke. Sie gilt als universelles Vorbild. Nein, sie fühlen sich als universelles Vorbild und mit einer demokratisch-liberalen Mission, die auf der Freiheit des Einzelnen, wie Sie es verstehen, beruht. Das heißt, im Augenblick vor allen Dingen auf Durchsetzung des Privatkapitalismus und, wie wir gesehen haben, eine nennen wir es Demokratie, die sie berechtigt, aufgrund deren sie berechtigt glauben, gegebenenfalls auch in anderen Ländern militärisch zu intervenieren im Sinne eines Regime Change als Legitimation. Wie sehen im Einzelnen die Vorwürfe aus? Inwieweit fühlt sich in der Tat die US-Elite im Hinblick auf ihr Imperium von der Konkurrenz Chinas bedroht? Was sind ihre einzelnen Vorwürfe? Ich will sie zunächst nur benennen. Da heißt es, es geht um unlauteren Wettbewerb. Patente werden geklaut. Ich hatte kurz bereits darauf hingewiesen, dass China heute weit mehr als alle anderen Länder an Patenten bei internationalen Behörden anmeldet, dass sie davon sprechen, dass der Zugang zu eben diesem riesigen und wachsenden Markt für Metropolitane, also westliche transnationale Konzerne, nur unter ganz bestimmten Bedingungen, zum Beispiel der Investition und der Patentteilung der Produktion vor Ort erfolgt, dass eine Begrenzung des Marktzugangs, vor allen Dingen im Finanzbereich, festzustellen ist, weil nach wie vor Staatsunternehmen in der Tat die zentralen Höhen der chinesischen Ökonomie bestimmen, etwa 110 Unternehmen, und dass diese auch mit einer staatlichen Unterstützung rechnen können. Der nächste Aspekt, vielleicht bitte die Folie 17. Man wirft China Großmachtambitionen vor. Bitte weiter, die nächste, das ist die 17. Genau, Großmacht, die nächste bitte, genau, no, die vorherige. Genau, die erstmal bitte. Großmacht und Hegemonialambitionen vor, wobei die BRI aufgefasst wird als trojanisches Pferd. Sehen wir uns diese beiden Karten an oder diesen Vergleich 1980, da war in der Tat die gesamte Weltökonomie auf die USA zugeschnitten, und das hat sich im Laufe der letzten 38, 40 Jahre total geändert. Heute ist Afrika eine der zentralen, oder China ist generell
auch, ich hoffe, Sie sehen die ganze Karte und auch mit Australien, Südostasien, Afrika und Sie sehen zunehmend auch Brasilien, dass der größte Teil des globalen Südens ist heute für China der Haupthandelspartner. Das nur als erster Punkt und aus der US-Sicht werden daraus Großmachtambitionen für Peking abgeleitet, die im Hinblick auf diese großen Investitionen, ich hatte ja die Zahl von 4 Billionen genannt, dass sie als Einschüchterung Verführungsmittel genannt werden. Und bitte die nächste Folie. Hier sehen wir noch einmal am Beispiel der BRI. Ich möchte Sie auf die untere verweisen. Da sieht man das vielleicht. Hier diese maritime Seidenstraße. Sie sehen hier in Kenia, in Mombasa, den Hafen. Hier gibt es in der Nähe von Dhaka und dann hier in Sri Lanka, Hambantota, da werden Häfen ausgebaut. Die ganze BRI, wie ich schon anfangs sagte, als Infrastrukturbank, bezieht sich auf die Investitionen im Hinblick auf Straßenbau, im Hinblick auf Energie, auf Häfen und so weiter. Sie werden aus der chinesischen Sicht als Grundlage für einen Wirtschaftsaufschwung gesehen. Aus der Sicht der USA sind es hier Verführungs- bzw. Verschuldungsmechanismen. Man greift auf das Beispiel von Sri Lanka, in dem nämlich auf einige Jahrzehnte der Hafen von Hambantota ausgebaut wurde und an China als Verwaltungsorgan überschrieben wurde, da die Kosten immer weiter stiegen, Sri Lanka nicht in der Lage war, sie zurückzuzahlen, wurden sie faktisch an China auf 100 Jahre übertragen. Man muss allerdings feststellen, es handelt sich bisher um einen Einzelfall, aber vielleicht sollte man das im Auge behalten und eben als Vorwurf zunächst einmal und hier vor allen Dingen auch sehen, dass in der Tat in Afrika eine ganze Reihe von Ländern sich zunehmend mit Häfen unter chinesischer Führung in dieses chinesische Projekt eingeklinkt haben. Ich komme deswegen nochmal, oder ich bitte das im Kopf zu behalten, es wird später nochmal kurz darauf einzugehen sein. Noch ein Punkt hier in Djibouti gibt es eine erste militärische Basis außerhalb der Volksrepublik. Sie ist im Rahmen der von der UNO abgesegneten Bekämpfung des Piratentums angelegt worden. Für diejenigen, die China aus einer anderen Perspektive sehen, ist es nur die erste, die im Grunde eine langfristige Entwicklung all dieser Häfen, die Sie hier sehen, beinhaltet, nämlich es seien zwar offiziell nur für den Handel vorgesehen, für den Umschlag von Waren, in Wirklichkeit aber Dual-Use-Anlagen, die also jederzeit zu militärischen Zwecken gebraucht werden könnten. Schließlich bitte die nächste. Hier sehen wir aggressive Außenpolitik. Hier sind die Inseln, beziehungsweise das außenpolitische Umfeld der maritimen Seite von China sehen. Diese rote Linie bezeichnet die sogenannte Nine Dash Line, also die neuen Bindestrichlinie, die China für sich beansprucht in einem Gebiet, das von den Sengaku-Inseln, die Japan gehören, und hier und vor allen Dingen die Spratly Islands, dass die im Hinblick auf die Eigentumsfrage zwischen verschiedenen Anrainerstaaten sehr umstritten sind, also von Vietnam bis Philippinen, Brunei und Malaysia. Das ist nur festzuhalten. Der wichtige Punkt ist in diesem Kontext, dass China die ansonsten zum großen Teil reine Korallenriffe aus reinen Korallenriffen bestehenden
teilweise sogar unter Wasser ursprünglich liegenden Felsen ausgebaut hat zu militärischen Zwecken. Das wird zunächst einmal im Hinblick auf die Eigentumsfrage als Aggression von Seiten der US angesehen und schließlich wird zum Vorwurf gemacht, antidemokratische und antimenschenrechtliche Innen- und Außenpolitik, Unterstützung autoritärer Regime und so weiter. Sie erinnern sich an die Demonstrationen in Hongkong, dann in Taiwan, an die Uiguren und an die Tibeter. Was sind nun im Einzelnen die nächste bitte? Oder einen Augenblick bitte, die einzelnen Gegenstrategien seitens der USA. Da ist zunächst einmal auf diesen Begriff Chimerika, also China-Amerika, zu verweisen. Das spielt aus dem Grunde eine Rolle, weil man sich gesagt hat, Anfang der 2000er Jahre, dass die beiden Ökonomien ökonomisch, finanziell quasi eine symbiotische Beziehung aufweisen, wie Zwillinge im Hinblick auf die Arbeitsteilung und die USA als höchst verschuldetes und China als Land mit den größten Währungsreserven und Ersparnissen, die nämlich einen großen Teil der amerikanischen Schuldverschreibungen aufgekauft haben. Und das eben, daran knüpfte sich dann auch der Glaube im Hinblick auf die langfristige Entwicklung Chinas, dass im Grunde eine Entwicklung aller USA auch in China einsetzen würde, im Hinblick auf die Liberalisierung und Demokratisierung im Zuge wachsenden Reichtums und einer wachsenden Mittelschicht, die aus amerikanischer Sicht notwendigerweise mehr individuelle Freiheit für sich beanspruchen und eben eine Partizipation auf der politischen Ebene beanspruchen würde. Obama hat dann eine Neuorientierung der Politik von diesem gemeinsamen Gegner, gemeinsamen Verwaltung, wenn man so nennen will, hin zu einer Pivot to Asia, die eine zunächst einmal auf der handelspolitischen Ebene eine Einhegung Chinas beinhalten sollte, nämlich mit diesem Projekt des Analog der TTIP, der Trans-Pacific Partnership, die 2016 aus 12 Staaten bestand, unterschriftsreif war und wie Sie sehen von Australien, Vietnam, hier haben Sie noch Singapur gehört dazu und natürlich die USA, Kanada, das ist im Augenblick ausgeblendet und dann haben Sie noch Mexiko und Peru, die gehören dazu und es ging darum, einen Raum für den Freihandel unter Ausschluss, bewusstem Ausschluss Chinas, wie das TTIP-Projekt unter Ausschluss Russlands konzipiert war, um Standards zu setzen, damit denen sich langfristig China anschließen müsste. Wie Sie wissen, hat Anfang 2017 als erste Amtshandlung Trump dieses Unternehmen, das nämlich 2018 in Kraft treten sollte, verlassen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Herr Biden sich diesem Projekt wieder anschließt, denn wie Sie wissen, hat Trump eine Politik des bilateralen Drucks bevorzugt. Die nächsten bitte mal. Sie sehen hier als erstes der Handelsaustausch zwischen den USA und das war ja der Hintergrund der Politik von Trump, war das enorme und steigende Handelsdefizit zwischen den USA und China zu verringern. Sie sehen es hier, es ist weitergegangen, bitte die nächste. Es geht nur darum, einen Einblick zu bekommen. Sie sehen hier, bis dahin, also 2016, so gewaltig waren die Zölle nicht, nämlich knapp 10% für China, dann 5%, es geht um Einfuhrzölle, ne? Bei der Europäischen Union hatte auch höhere mit 5,2 und die USA mit 3,5% Einfuhrzöllen. Und diese Politik wurde dann von Trump, machen Sie bitte weiter, nächste Folie, die wurde dann von 2018 bis Ende 2019, wurde die dann von 3 auf 21% und im Gegenzug hat China
seinerseits zunächst einmal seine Einfuhrzölle verringert, aber um sie dann anschließend wieder auf ein ähnliches Niveau wie die USA anzuheben. In diesem Kontext sei daran erinnert, sehr gut, danke, dass diese Politik ja dazu führen sollte, dass das Handelsdefizit reduziert werden sollte durch eine Rückführung der chinesischen Importe in die USA oder Rückführung der chinesischen Exporte. Zugleich, dass die US-Firmen eine Relokalisierung ihrer Produktion in die USA vornehmen und schließlich, ja, dass waren die zentralen Punkte. Nur sehen wir, bei diesen Handelsbilanzunterschieden ist festzuhalten, dass da die Dienstleistungen nicht berücksichtigt worden sind. Würde man die in die gesamte Handelsbilanz einbeziehen, also Waren und Dienstleistungen, sähe die Handelsbilanzdivergenz sehr viel anders aus, nämlich wäre nur geringfügig zugunsten von China. In diesem Zusammenhang ist auch darauf zu verweisen, dass die US-Firmen ihrerseits, wie Sie sehen, doch im Hinblick auf die Handys oder hier Computer einen Einbruch in ihren Bilanzen und Produktion erlitten haben, den sie nicht so einfach wieder aufheben können, obwohl schon jetzt neue Kandidaten wie Vietnam und China und wir Indien sich anbieten, um die Rolle Chinas in diesem Kontext zu übernehmen. Der wichtige oder langfristig wichtigere Aspekt ist hier, dass hier eine zunehmende Politik der Entflechtung, der ökonomischen Entflechtung, zunächst einmal auf der Ebene China-USA anzutreffen ist. Diese Politik wird noch weiter verstärkt durch die Investitionsbegrenzung bzw. direkten Ausschluss von chinesischen Firmen in, wie es heißt, sensiblen Bereichen, nämlich unter dem Vorbehalt der National Security werden Firmen wie TikTok, WeChat, Huawei, obwohl sie technologisch viel weiter sind als US-äquivalente Firmen, sie werden bewusst vom amerikanischen Markt ausgeschlossen und gleichzeitig wird Druck auf die Alliierten ausgeübt, ihrerseits eine ähnliche Politik unter der Androhung von Sanktionen durchzuführen. Die in dem Zusammenhang nur ein kurzer Hinweis, dass die USA ja die Extraterritorialität ihrer Gesetzgebung völkerrechtlich völlig inakzeptabel im Hinblick auf die Finanzchefin von Huawei, die sie in Kanada haben festsetzen lassen, ausgeübt haben. Schließlich gehen wir auch nochmal im Hinblick auf den militärischen Aspekt. Wir können nur feststellen, dass die USA die eben aufgezeigten kompetitiven Territorialansprüche in dem südchinesischen Meer zugunsten der anderen Anspruchvertreter vertreten, dass sie neue Basen errichtet haben und einen eigenen neuen geopolitischen, geomilitärischen Raum, nämlich die Indo-PACOMs, also das Indo-Pazifische Command, Area of Responsibility. Naja, Worte sprechen für sich, dass sie dies begründet haben. Und mit Waffen, Sie wissen, die USA haben allein elf Flugzeugträger, atomgetrieben, mit denen sie die Weltmeere beherrschen und hier über fast 60% ihrer maritimen ihrer Navy ist in diesem Raum angesiedelt. Und bitte noch ein letztes, die nächste Folie. Sie sehen hier die langfristige Strategie, nämlich Area of Containment oder Arc of Containment. Das heißt, es geht darum, hier China langfristig einzubinden, zu bündeln. Sie wissen, oder Sie sehen hier mit Japan, durch die Politik von Trump wurde Japan im eigenen
leider eigenen Eliteinteressen noch auf den militärischen Pfad weiter vorangetrieben, genauso wie Südkorea. Sie erinnern sich an die Diskussion um Nordkorea als Schutz in jedem Fall, wie es immer heißt. Und dann geht es jetzt auch darum, dass Indien, Sie erinnern sich an diese Folie, die überschrieben war, der Indische Ozean wird zum Chinesischen Ozean. Indien fühlt sich, obwohl Mitglied der BRICS, obwohl Mitglied der Shanghai-Organisation, fühlt sich zunehmend, wie es heißt, wie von einer Perlenkette erdrückt. Sie sehen und meinen zu sehen, dass die Konkurrenz mit China für Sie zu einem Nullsummenspiel oder dass sie nur verlieren können, ausarten kann. Und sie sind zunehmend auf die USA zugegangen. Hier geht es um, nur als Stichwort, die Quad, das heißt die quadrilaterale Vereinigung. Man höre und staune, Indien als Mitglied der Blockfreien, Führer der Blockfreien, ist heute in einer zunehmend strategischen Kooperation mit den alten imperialistischen Mächten, nämlich USA, Japan und Australien. Mit denen werden Marinemanöver durchgeführt. Sehen wir uns zum Schluss die chinesische Argumentation an, auf die Phase, die nämlich diesen Niedergang der 100 Jahre, 1840 bis 1849, will ich nicht wiederholen. Wichtig ist in der langfristigen Perspektive, dass nämlich die Souveränität und territoriale Integrität die roten Linien für die chinesische Politik darstellen. Vielleicht hier wäre daran zu erinnern, ja, ist gut, danke, dass Taiwan, die USA, das war das erste oder zweite, was Trump gemacht hat. Er hat offizielle, formelle Beziehungen erneut mit Taiwan aufgegriffen. In diesen Wochen konnten Sie lesen, dass die USA an Taiwan auch Militärexporte geliefert haben, einschließlich Raketen. Man muss dazu wissen, dass 1972 die US-Regierung eine bis heute gültige Doktrin unterschrieben hat, nämlich One China. Und das heißt, dass Taiwan ein integraler Bestandteil Chinas ist. Man hat sich darauf geeinigt, das kennen Sie auch im Hinblick auf Hongkong, ehemalige britische Kolonie, nie ein selbstständiger Staat, dass sie unter dem Motto One Country, Two Systems gelaufen sind. Wenn heute in Taiwan eine zunehmend zur Unabhängigkeit strebende Regierung an der Macht ist, die von den USA unterstützt wird, sind das mehr als Nadelstiche. Es sind für China rote Linien, dass man nicht übersehen sollte. Der nächste Punkt im Hinblick auf Freihandel und den Vorwurf des Patentklaus und des unlauteren Wettbewerbs. Es ist daran zu erinnern, und das war zentraler Gegenstand der Entwicklungssoziologie, der Theorie über Jahrzehnte, dass der Freihandel, wie der gute List, 1800, da wir aus Baden-Württemberg kommen, der Reutlinger Friedrich List, dass er in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts bereits darauf verwiesen hat, dass die ökonomisch fortgeschrittensten Mächte natürlich den Freihandel predigen und mit allen Mitteln durchzusetzen versuchen, weil nur sie davon zentral profitieren und die anderen Länder, die anderen Länder in Abhängigkeit beziehungsweise auf der Ebene der weniger Entwicklung langfristig fixiert bleiben. Mit anderen Worten, auch die USA, genauso wie Deutschland, sie haben den Freihandel verurteilt, Patentklau, wenn man so will, begangen, um erst dann in den Freihandelsdoktrin ihrerseits einzutreten, sobald sie eine international vergleichbare, kompetitive Produktivität erreicht hatten. Insofern ist das Argument des Freihandels bzw. Unterlaufen des Freihandels es ist die etablierte Weltordnung, ist nicht einfach ein überregionales oder übernationales Recht, sondern es verfestigt in Regeln die Herrschaft der Mächtigen.
Schließlich möchte ich darauf verweisen, dass in den internationalen Beziehungen, ich hatte das eben schon mal angesprochen, dass China hier bisher eine langfristige Politik des, wie man sagt, Win-Win vertritt. Das heißt, man geht zurück auf die sogenannten Panjshil. Das waren die 5 Grundsätze, 5 Tugenden, die die internationalen Beziehungen im Rahmen der blockfreien Bewegung und später zwischen der Sowjetunion und dem Westen bestimmt haben. Nämlich sie beinhalten, dass man hier eine Politik der Nichtintervention in die internationalen Beziehungen, eine Politik der Garantie der Souveränität und der territorialen Integrität, schließlich der Nichtaggression, der Gleichheit und der Politik zum wechselseitigen Vorteil und schließlich der friedlichen Koexistenz verfolgen wollte. Wir können nur sagen, die USA, der Westen, hat diese Politik nie verfolgt. China hat bisher zumindest, Sie mögen argumentieren, sie konnten auch nicht anders als schwächere Macht, sich diese Doktrin, diese Leitlinien zur offiziellen Politik gemacht. Als Landmacht schließlich, und das ist hier, ja, ich komme langsam zum Ende, entschuldigen Sie. Wir sehen hier, dass China bezieht 90% seiner Energie aus dem Nahen Osten über den Indischen Ozean. Und 40% seines Warenhandels geht durch diesen Indischen Ozean. Und hier sehen Sie die sogenannten Choke Points. Das heißt, hier sind Landengen, nämlich die Straße von Malakka, und hier haben Sie die Sunda-Inseln und die Lombok-Straßen. Die können jederzeit, und so ist es auch gedacht und strategisch in jedem Fall, dass sie jederzeit blockiert werden können. Denn Sie sehen, die Straße von Malakka liegt in direktem Einflussgebiet der Andamaneninseln, die zu Indien gehören. Und hier diese beiden gehören zu Indonesien. Das heißt, aus chinesischer Sicht ist der Versuch, anders als die USA, da sie zu Land erstens eine Landmacht sind, und zwar mit 14 Nachbarn, die sehen Sie hier rum, die will ich im Einzelnen nicht aufzählen, und zum anderen auch zur See weitere 4 Seemächte, darunter Südkorea, daneben Japan, schließlich Vietnam, dass sie durchaus nicht zu ihren unmittelbaren Freunden gehören. Im Gegenteil, den Aufstieg Chinas mit Suspicion, nicht gerne sehen und sich stattdessen immer stärker an die USA binden. Mit anderen Worten, aus chinesischer Sicht, bitte die nächste Folie, geht es darum, angesichts dieses geopolitischen Umfeldes von Staaten, die ökonomisch mit ihm stark verbunden sind, aber politisch eher mit den USA in Zusammenarbeit tendieren, geht es für Sie, bitte die nächste, geht es für Sie darum, sich ein verteidigungsfähiges Umfeld zu schaffen. Hier sehen Sie nochmal die Nine-Dash-Line, die darauf beruht, dass Sie hingehen und sagen, schon aus, aber Sie können mir vorwerfen, ich nehme die Partei von China, ja, tue ich, Sie können ja gleich widersprechen, dass Sie dass hier keine Aggression, sondern aus meiner Sicht eher eine ungeklärte Territorialsituation genutzt wird aus primär verteidigungspolitischen Gründen. Letzter Punkt, wie sieht es aus mit der EU? Da möchte ich folgende Aspekte ins Feld führen. Das erste, was ich eingangs in der Vorbemerkung sagte, ob America first, wie Trump, der nur überall der Erste sein will, oder Biden, nämlich auf Französisch kann man das gut spielen, America first heißt avant. Also sie sind die Ersten in der Reihe, während Biden devant. Sie wollen überall vorneweg der Führer sein, beziehungsweise die Führungsmacht sein, dass wir hier es im egal wer an die Macht kommt, es mit einer Eskalation der Konfrontation mit der Volksrepublik zu tun haben, im Kontext einer nicht zuletzt durch die USA
in eine generelle Militarisierung und Nationalismus ausartende internationale Situation geraten sind. Wobei auch nicht zu vergessen ist, ich hatte auf Japan verwiesen, dass auch die NATO mit ihrem 2%-Ziel sicher in diese Kategorie gehört, die natürlich auf einem ganz bestimmten geopolitischen Bild beruht. Und ich erinnere noch einmal daran, was Kissinger gesagt hat oder was man auch als Thukydides-Falle bezeichnet, dass dies womöglich unvermeidlich ist. Es gibt nun Autoren, die davon ausgehen und sagen, angesichts des Atomwaffenbesitzes ist ein Krieg hier unmöglich. Hier möchte ich nur sagen, wollen wir es hoffen. Nur die USA haben den Ersteinsatz von Atomwaffen nie in Frage gestellt, im Gegenteil, immer wieder als Möglichkeit unterstrichen. Und eben in diesen Tagen wurde im Kontext der NATO im Zusammenhang mit der Miniaturisierung von Atomwaffen gerade eine solche, wie Sie in Welttrends in der letzten Ausgabe nachlesen können, von Herrn Nassauer, eine solche kleinkalibrige A-Rakete wohl gestartet. Das Zweite, im Hinblick auf die Umweltfrage, ist doch deutlich, dass oder schon Obama, obwohl er das Paris-Abkommen unterzeichnet hat, aber wie üblich wurde das von den USA nicht ratifiziert, hat auch er sich schon dazu bekannt, wie Herr Trump nach ihm, der US-Lebensstil ist nicht verhandelbar. Nun wissen wir alle, dass das eine der Grundvoraussetzungen wäre, wenn man überhaupt von einer Reduzierung des Umweltrisikos, der Klimaerwärmung reden will. Und das ist im Vergleich zu der Volksrepublik China eine völlig andere Situation. Schließlich, es geht um Fragen der internationalen ökonomischen Entwicklung von Ungleichheit und Unterentwicklung. Auch da kann man nur so noch mal hervorheben, die Volksrepublik spricht von gemeinsamer Entwicklung. Auf die Frage des Völkerrechts gegenüber dem Recht des Stärkeren habe ich bereits hingewiesen und kommen wir zum Schluss auf die EU selbst. Sie ist auf dem besten Wege, in den US-Spuren zu wandeln, sich nach wie vor als Vasall der USA aufzuführen und so interpretiere ich auch die gegenwärtige und schon im Hinblick, ja okay, ich wollte es eigentlich nicht mehr überfordern, die Politik einordnen. Nein, nein, lass ruhig. Denn schon hat man auch entdeckt, dass China ja seinerseits in den Ausbau von europäischen Häfen investiert hat. Man sieht, es gibt innerhalb der EU eine Gruppe von Ländern, die im Kontext der 17 plus 1 mit China eine eigene Politik, ein eigenes Verhandlungsforum gebildet haben, das aus Sicht von Brüssel eine Intervention, eine unerlaubte Intervention, eine Sprengung der EU darstellt. Und sehen wir auf Afrika. Ich hatte ja aufgezeigt, wie stark die Durchdringung, die finanzielle und ökonomische, infrastrukturelle Durchdringung Afrikas durch China ist. Ja, ich dachte Afrika so in Brüssel, Afrika gehört uns. Und ich darf daran erinnern, die erste Auslandsreise von der neuen EU-Präsidentin von der Leyen ging nach Afrika. Da ging es nicht nur um Fragen, Migration zu stoppen, sondern auch hier den eigenen angeblichen strategischen Vorhof auszubauen. Die Frage wäre, ich hatte es genannt, Europas Dilemma? Welches Europa? Wenn wir eine solche Politik des Vasallentums oder anstelle einer solchen Politik wäre es notwendig, nicht nur eine strategische Autonomie von den USA zu erlangen, sondern auch eine völlig andere Politik, nämlich der Kooperation mit der Volksrepublik China und auch natürlich mit Russland einzuleiten. Doch dazu brauchte man eine neue Regierung. Und ich behaupte nicht nur eine neue Lebensweise im Hinblick auf Umweltfragen, sondern auch eine andere Form der Demokratie. Was uns gerade in den USA vorgeführt wird, ist,
Darin sind sich alle einig, das konnte man ja verfolgen. Es geht nicht um Volksherrschaft, sondern es handelt sich hier um eine Plutokratie. Und wenn wir die Medien verfolgen, die ja Herrn Biden von vorn bis hinten und seit Wochen favorisieren, es ist in ihrem Interesse. Und was sich langfristig anbietet, ist, selbst wenn sich ein Herr Biden durchsetzt, die Beziehungen zu der EU und zur NATO verbessern, es wird langfristig um eine Arbeitsteilung gehen. Und ich denke, dass die Transatlantiker nur froh sein werden, dass über den Druck der NATO, der USA und der NATO auf Erhöhung des Militärhaushalts das Alibi zu einer Aufrüstung, damit man dann auch international eine bedeutendere Rolle spielen kann, geliefert wird. Entschuldigen Sie zu lange, aber wir haben ja maximal noch eine Dreiviertelstunde. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.